Ich habe heute wieder eine Art Favoritenvideo für euch, beziehungsweise einfach Dinge, die ich in letzter Zeit im letzten Monat sehr, sehr geliebt habe und sehr cool fand und unbedingt euch zeigen wollte. Das Besondere ist, dass diesmal auch ein paar Sachen dabei sind, die, glaube ich, auch ganz coole Geschenkideen sind, denn, vielleicht wisst ihr, bald stehen zwei coole Feiertage an. Naja, okay, kann man sagen, es sind Feiertage. Auf jeden Fall steht bald Mutter- und Vatertag an. Und ich finde es eigentlich ganz schön, wenn man sich da so ein bisschen Gedanken macht und vielleicht Mama oder Papa eine kleine Aufmerksamkeit schenkt. Vielleicht auch zusammen mit seinen Geschwistern oder so. Fangen wir mal mit dieser Yogamatte an. Und zwar habe ich mir von Amazon eine Yogamatte bestellt. Denn ihr habt ja gesehen, dass ich diese Victoria's Secret Workout Woche gemacht habe. Und dann dachte ich mir so, hey, für zu Hause könnt ihr dir mal so eine Yogamatte anschaffen. Ich habe mir jetzt hier diese bestellt. Die ist so mintgrün. Es gab aber auch noch ganz, ganz, ganz viele andere Farben. Und ist auch relativ groß. Und ich finde es super wichtig, dass man eine Matte hat, wenn man dann zu Hause Homeworkouts macht. Weil ansonsten tut man sich noch irgendwie weh oder das ist einfach auch nicht so gut für den Rücken. Und da steht übrigens hier unten drauf, Hashtag DoYouYoga. Ich kann euch die gerne mal unten verlinken. Wie gesagt, da gibt es noch andere Farben. Aber ja, darüber habe ich mich gefreut. Und vielleicht mache ich ja jetzt mal das eine oder andere Homeworkout. Ansonsten findet übrigens, das kleine Hündchen ist auch sehr bequem, darauf zu liegen. Übrigens gibt es bei Amazon auch gerade zwei Seiten, falls ihr speziell für Mama oder Papa irgendwelche Geschenkideen sucht. Da könnt ihr auch unter verschiedenen Preiskategorien gucken. Also das ist jetzt auch mein Favorit, aber vielleicht ist das ja auch ein cooles Geschenk für irgendjemanden. Die nächste Sache ist diese Palette hier. Und zwar ist das die Urban Decay Naked Petite Heat Palette. Urban Decay hat ja, ich glaube, Anfang des Jahres eine neue Palette rausgebracht. Und zwar diese Heat Palette. Die hat ganz viele rötliche Farben drin. So, ich habe sie aufgekriegt. Und jetzt haben sie so eine Mini-Travel-Version rausgebracht. Und das sind alles matte Farben. Und die sind auch wirklich sehr, sehr warm, aber super, super schön. Damit kann man ganz tolle Alltagslooks schminken, warme Looks, aber auch eigentlich ein Smoky Eye. Also ich finde die sehr cool. Und ich finde auch das Packaging süß. Ich hätte eigentlich gerne die große Heat-Palette auch. Aber mal sehen. Aber die finde ich, kann ich wirklich empfehlen. Finde die sehr, sehr, sehr schön. Also für alle, die gerne warme Farben tragen, kann ich mir vorstellen, dass das euer Ding ist. Dann eine Sache, die ich wieder für mich entdeckt habe. Und zwar habe ich ja ein DIY gedreht für die Deutsche Post. Dieses Video müsste auch schon online sein, wenn denn dieses Video online geht. In dem DIY zeige ich euch ja, wie man zum Beispiel eine super schöne Muttertagskarte bastelt. Und ich dachte mir so, ach Leute, ich habe so Bock mal wieder auf einen Füller. Und seht mal, was ich jetzt hier habe. Ein rosé-goldenen Lamy-Füller. Der ist einfach so schön. Oh mein Gott. Also ich liebe allgemein Füller. Ich habe meine ganze Schulzeit mit Füller geschrieben. Auch noch an der Uni. Da haben mich alle mal ganz komisch angeguckt und meinten so, du schreibst mit einem Füller. Und ich so, ja, ich liebe Füller. Das rollt so schön ab und das sieht einfach so schön und edel aus. Und alle mal mit ihren Kugelschreibern. Aber ich weiß nicht, ich bin auf jeden Fall Team Füller. Stimmt mal hier ab, ob ihr Team Füller oder Team Kugelschreiber seid. Das würde mich mal interessieren. Auf jeden Fall, was ich an dem Füller mag, ist es halt ein normaler Füller. Klar, den kennen wahrscheinlich die meisten Lamy-Füller. Aber was ich hier dran auch sehr schön finde, ist, dieses Roségold ist nicht so ein Pinkgold. Wisst ihr, so ein billiges Roségold, sondern es ist wirklich ein richtig schönes Roségold. Ja, das kommt übrigens in so einer Verpackung. Kann ich euch auch gerne mal unten verlinken. Und ich werde jetzt viel mehr meine To-Do-Listen wieder mit einem Füller schreiben. Ja, also das ist ganz klar. Ich habe meine Liebe wieder entdeckt. Die nächste Sache ist eine Sache, die ich nicht gedacht hätte, dass ich die mal zeigen werde. Und zwar ist das Revita Lash Advanced Serum. Das ist ja so ein Wimpernserum, was dafür sorgen soll, dass die Wimpern nicht ausfallen, dass die länger erscheinen, dichter sind. Und ja, ich weiß nicht, ob euch das auffällt. Aber ich sehe schon einen Effekt. Ich weiß jetzt nicht, ob es euch auffällt. Ich habe jetzt hier auch nur diese Probiergröße. Die hatte ich in diesem Douglas Adventskalender. Und ja, ich muss sagen, ich werde es mir in der Originalversion nachkaufen. Wenn man dann dran denkt, es auch morgens und abends zu benutzen und nicht wie ich ständig vergisst, dann bin ich sehr, 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 sehr sicher, dass es wirklich funktionieren wird. Das einzige Problem ist wirklich der Preis. Es ist sehr teuer. Ich glaube, das kostet 70 oder 80 Euro. Aber es ist echt, echt, echt gut. Vielleicht erinnert ihr euch, ich war letztes Jahr in Miami und ich hatte da ein Problem und zwar ging mein Glätteisen nicht. Denn mein Glätteisen passte von der Steckdose, von der Voltzahl ging es nicht an. Ich glaube, das ist da irgendwie anders. Hätte ich mir auch denken können. Und deswegen brauchte ich ein neues Glätteisen, weil meins eh, muss ich sagen, nicht mehr so gut ist. Und da habe ich mir hier eins von Remington ausgesucht. Und zwar nennt sich das Remington Pearl. Das ist auch so voll süß übrigens, so mit solchen Blumen hier. Also ist echt total niedlich. Und ja, kann man natürlich auch verschiedene Einstellungen machen. Was mich an dem Glätteisen überzeugt hat, ist auf jeden Fall, dass es innerhalb von 10 Sekunden erhitzt ist. Das ist schon mal sehr wichtig. Ich bin nämlich immer ein sehr hektischer Mensch.
Und dass es eben Universal ist, also 120 bis 240 Volt. Das heißt, das funktioniert auch im Ausland. Und ja, deswegen dachte ich mir so, das ist auf jeden Fall eine gute Anschaffung. Ich finde, es sieht auch sehr stylisch aus auf jeden Fall. Ich habe jetzt nicht die schwierigsten Haare, von daher glättet eigentlich jedes Glätteisen gleich gut. Aber ja, mir ist auch immer wichtig, dass es hier so runde Ecken hat, damit man sich so schöne Locken machen kann. Also es ist gar nicht an, klar, deswegen funktioniert es jetzt nicht. Aber ja, kann ich empfehlen, ist auch eine schöne Geschenkidee. Also ja, wie gesagt, alle Sachen sind unten verlinkt, aber ich bin auf jeden Fall erstmal zufrieden. Da das Wetter ja letzte Zeit einfach nicht so gut war, außer diese eine Sommerwoche, die wir hatten. Und heute ist es auch wieder so grau, als wäre es jetzt schon 6 Uhr und es ist 12.48 Uhr. Wow. Deswegen habe ich mir bei Amazon auch noch ein Spiel bestellt und zwar dieses hier. Das nennt sich Quizduell Master. Und alle, die mich kennen und mir so auf meiner Insta-Story folgen, wissen, dass mein Montagsabendsritual ist, Wer wird Millionär zu gucken. Ich liebe diese Sendung. Ich möchte unbedingt mal auf diesen Stuhl. Ich möchte unbedingt mal Fragen beantworten. Ich habe da so Bock drauf. Als ich dieses Spiel gesehen habe, dachte ich mir so, das ist genau mein Ding. Das müssen alle mit mir spielen. Ich bin allgemein Spiele verrückt momentan. Ich habe das jetzt noch gar nicht ausprobiert. Aber wir haben noch irgendein Spiel, das nennt sich Tagi. Und ja, noch ein paar andere Spiele einfach so, die man halt auch mal schnell spielen kann, so 15 Minuten und so. Kann man nämlich einfach mal ganz gut abends machen, anstatt Fernsehen zu gucken. Und ja, über das freue ich mich jetzt auch sehr. Ist halt auch eine coole Sache, die man einfach mal mit der Familie machen kann. Mein nächster Favorit ist meine Jeansjacke. Ich habe mir in London, aber die gibt es auch bei uns, bei Pull & Bear, ja genau, eine weiße Jeansjacke gekauft. Ich finde die richtig cool, die ist vom Schnitt so leicht oversized. Ja, sieht aber mega schön aus. Wenn ich sie online finde, dann verlinke ich sie euch natürlich. Und ich weiß nicht, ich finde, ich habe jetzt irgendwie dieses Jahr so viele Jeansjacken gekauft. Ich habe eine schwarze, ich habe eine blaue, ich habe eine hellblaue und ich habe die. Und ja, ich bin irgendwie dieses Jahr auf dem Jeansjackentrip. Vor allem finde ich Jeans zu Jeans auch mittlerweile richtig cool. Und noch eine Sache, die ich auch eine schöne Geschenkidee finde. Und zwar ist das hier von Elizabeth Arden. Ein Trio sozusagen. Das ist nämlich diese 8-Hour-Cream-Reihe. Und ich weiß nicht, wer von euch noch so Oldschool-YouTube kennt. Da wurde immer von dieser 8-Hour-Cream geredet. Alle haben die so gehypt. Das war so krass. Und in diesem Set ist einmal eine 8-Hour-Cream-Hand-Treatment, also eine Handcreme. Dann diese 8-Hour-Cream fürs Gesicht und so ein cooles Öl. Das habe ich auch schon benutzt. Und finde es wirklich sehr, sehr angenehm. Das kann man für Körper, aber auch fürs Gesicht verwenden. Ich habe so empfindliche Haut, kriege von allem Ausschlag und Pickel, aber das habe ich bisher gut vertragen. Also ja, vielleicht ist das ja eine schöne Geschenkidee. Wie gesagt, mich erinnert das an YouTube 2013. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was so eure Favoriten letzter Zeit waren und ob ihr eurer Mama und eurem Papa was zum Mutter- bzw. Vatertag schenkt. Ich hoffe, da waren ein paar coole Ideen bei, wenn nicht für die Geschenke vielleicht auch für ein Geschenk an euch selbst. Wie gesagt, alle Sachen sind unten verlinkt. Ansonsten freue ich mich natürlich auf Feedback und ich verlinke euch natürlich noch zwei weitere Videos. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!